Ja, ich habe jetzt schon ein paar Spiele gegen Potsdam bestreiten dürfen. Also ich jetzt nicht persönlich, aber als Trainerin. Es war der erste Sieg und ich bin überglücklich. Die Mädels haben heute sich das definitiv verdient, eben als Sieger vom Platz zu gehen. Ich glaube, schlussendlich, wenn man das ganze Spiel sieht, war es definitiv verdient. Nach dem 1-0 hinten, wir haben uns natürlich einiges vorgenommen gehabt und dann, ja, wir wollten alles geben, haben zusammen gekämpft und dann hat es geklappt. Man darf einfach nicht nachdenken und dann geht es schon. Es war ein gutes Spiel, heißes Spiel. Hatten lange nicht mehr so ein gutes, aggressives vor allem. Und in der ersten Halbzeit, wir waren, meiner Meinung nach, sind wir echt immer besser fast gewesen. Und ja, die Schiedsrichterentscheidungen kann man jetzt so sehen oder so, sind immer zwei Seiten. Aber am Ende, die drei Elfmeter waren klare Elfmeter, muss ich sagen, und verdient gewonnen. War ein hartes Spiel, aber jetzt halt nächste Woche geht es dann nochmal ran und dann schauen wir mal, wer weiterkommt. Trotzdem ist der Hexenkessel, so wie ich gehört habe, und es wird hart, richtig hart. Es wird nicht, uns wird nichts geschenkt. Wenn wir so spielen wie heute und noch ein Schippen drauflegen, von Anfang an konzentriert spielen und dagegen halten, weil wir kennen Potsdam, die trainieren öfters wie wir, aber ich denke, ich bin da positiv gestimmt. Es wird ein gutes Spiel.